Kurz nachdem Klaus Hippe und Moritz Ecker den Mann an die Ärzte übergeben haben, geht der nächste Notruf ein. Ja, wir haben jetzt einen Einsatz bekommen im Ortsteil Neuperlach. Da hat es geheißen, eine Analphylaxie. Das bedeutet letztendlich ja, eine Allergie gegen irgendetwas. Und das fahren wir gleichzeitig mit einem Notarzt hin. Schauen wir mal, ob die eher da sind. Wir haben einen relativ weiten Anfahrtsweg. Nach 15 Minuten erreichen sie den Stadtteil Neuperlach. Der Notarzt ist bereits vor Ort. Die beiden übernehmen den Transport. So, schon sehr. Wir stehen schon vor der Tür. Dann können Sie sich dann gleich drauflegen. Um die Ursache der allergischen Reaktion zu klären, muss der Mann in ein Krankenhaus. Schauen Sie, dann haben wir hier, da wo der, sind groß genug, das passt. Haben wir schon ein Bett, oder? Ja, Alt-Perlach haben wir. Wollen Sie ein bisschen höher liegen, oder geht das so? Also der Patient war beim Steakessen, hat irgendwas mit Avocado-Creme gegessen und vermutlich ist er da allergisch drauf. Ist zwar eigentlich nicht bekannt und er wundert sich auch selber ein bisschen drüber, aber die Symptome sprechen dafür. Sind wir drauf? Und bei drei. Eins, zwei. Eine Allergie ist eine Überreaktion des Immunsystems auf bestimmte Stoffe. Allein in Deutschland reagiert bereits jeder Dritte allergisch. Und ist so ganz plötzlich gekommen? Ja. Mhm. Aber jetzt wird schon besser. Ja. Also dass jetzt besser wird, ist ein Zeichen dafür, dass wirklich so eine allergische Reaktion war. Ja, also wenn das wirklich zu einer Allergie kommt und man spricht davon Analphylaxie, dann kann es sein, dass der ganze Gaumen und der Mund zuschwillt. Und wenn das zuschwillt, dann kriegt man keine Luft mehr. Und das möchte man vermeiden. Darum ist es da wichtig, relativ schnell einzugreifen, dass es nicht zu dieser Schwellung kommt. Der Notarzt konnte die Schwellung rechtzeitig verhindern. Also der Faktor Zeit ist durchaus wichtig. Man kann bei vitalen Bedrohungen immer von einem lebensgefährlichen Zustand ausgehen. Der Notarzt war also deutlich vor und das dauert bestimmt 5-6 Minuten. Was natürlich doch einen enormen Zeitvorteil für den Patienten bedeuten kann. Inzwischen ist es Mitternacht. Halbzeit für Notfallsanitäter Klaus Hippe und Rettungssanitäter Moritz Ecker. Kurz darauf müssen die beiden zu einem Party-Hotspot in München. Ja, wir fahren jetzt zur Reichenbrücke, Reichenbachbrücke. Da haben wir einen Ertrinkungsunfall, aber nicht im Wasser, sondern im Alkohol. Und da schauen wir jetzt mal nach, was da los ist. Da vorne winkt einer. Viele junge Leute feiern in den warmen Nächten an der Isar und übertreiben dabei auch gern. Die Rettungskräfte müssen hier regelmäßig anrücken. So, was ist passiert? Nein, er hat zu viel Alkohol getrunken. Ja, wo ist er denn? Da unten, wir konnten ihn nicht hochzeigen. Ja, direkt unten an den Treppen liegt er. Nein, er liegt da unten rechts auf der Wiese. Auf der Wiese. Ja. Na ja, dann gehen wir mal runter. Gehen wir mal zu Fuß runter. Wie weit ist denn das? 150. Ah ja, das machen wir dann. Dann fahren wir nicht runter. Ist er ein Freund von euch? Oder weiter Freund? Ich kenne ihn nicht, aber ich habe ihn gesehen, der lag da. Er hat Freunde von sich dabei. Aber ich bin jetzt nur hochgekommen. Sehr nett von dir. Alles klar. Wo weiter noch? Hier liegen ein Haufen des Erdes, oder wie? Ist er das jetzt? Ist er das? Ja, ja. So, grüßt euch miteinander. Also, die sind alle nicht deutsch. Der Junge hat zu viel getrunken. Steh mal auf, steh mal auf. Ja, steh mal auf jetzt, komm, aufstehen. Aufstehen. There's the ambulance. Wo ist Ambulance, komm, steh auf. Die sind anscheinend auf irgendeinem entweder Schüleraustausch oder Sprachkurs. Die sind alle in der Gruppe, die können also nur Englisch und halt Italienisch oder so. Hallo, steh mal auf. Steh auf, komm. Aufstehen. Komm, steh auf. So, alles gut. Und er soll Wasser trinken. Ja, auf jeden Fall. Also, er ist jetzt nicht schlimm. Er ist jetzt ansprechbar. Ja, kriegen wir hin. Und das nehmen wir ihm und gibt ihm was zum Trinken und dann einfach zwicken. Da wacht er wieder auf. Gut, wieder schauen. Ja, also das ist so üblich hier um die Zeit, wenn schönes Wetter ist, haben wir halt viele, die betrunken irgendwo im Gras liegen, eigentlich nur schlafen wollen. Und dann die Freunde halt sagen, ja, der ist nicht ansprechbar.
haben jetzt einen kleinen Schmerzreiz gesetzt, ist ansprechbar, aber hier Begleitpersonen da, die kümmern sich jetzt um ihn, ist jetzt also nichts für uns, die geben ihm was zu trinken, Wasser hoffentlich und nichts anderes und dann müssen sie den nach Hause führen. Da der Jugendliche ansprechbar ist, können die Sanitäter ihn guten Gewissens in der Obhut seiner Freunde lassen. Den Einsatz müssen die beiden dennoch erfassen. Währenddessen meldet sich die Zentrale erneut. Es ist irgendwo unten am Wasser, eine Straße, am Wasser, ist irgendein Trauma. Ja, also wir stehen da an der Ecke, wenn er hochkommt, vielleicht sieht er uns dann, dann können wir, jetzt kommt gerade jemand, schauen wir mal. Ja, was ist los? Unser Freund ist runtergefallen und ausgerutscht, hat sich den Hinterkopf angestoßen. Ja, den schauen wir uns jetzt gleich an, genau, Sekunde. Ich hab gerade angerufen, genau. So, also. So, jetzt lass mich mal schauen. Da hinten, wo bist du denn da draufgefallen? Ja, das ist so normal. Wahrscheinlich da unten bei dem Stein. Gehen wir mal rein. Ja, warte, so kann ich gut draufschauen. Achso, ja. Warte, bleib stehen. Hinsetzen, weil ich hatte nämlich vorne auch was. Ja, okay, passt. Setz dich mal dahin, aber lehn dich nicht mit dem Kopf an. Also, jetzt haben wir den ganzen Dreck da verteilt. Wie alt ist er denn? 18, 18. Das ist wurscht. Hauptsache über 16. Ihr bleibt bitte draußen. So, jetzt pass auf. Wie hoch war das, wo er runtergefallen ist? Höchstens 2 Meter. Also. Höchstens. Höchst, du bist gut. Moritz Ecker reinigt und desinfiziert die Platzwunde am Hinterkopf. Gut, dann mache ich jetzt mal schnell den Rest fertig. Ja. Hast du Alkohol getrunken? Ja. Wie viel denn? Also mir ist es im Endeffekt egal. Geht bloß. Eine Wodkaflasche, so 350 Milliliter. Allein? Ja, relativ. Okay. Also das hier oben gehört fast genäht oder getackert. Tut es dir sonst noch irgendwo weh, hier hinten? Oder ist das einfach runter, ist nur runtergelaufen? Also, ja, halt mal da schnell fest, drück mal da schnell mit der Hand drauf. Hier. Da drückst du mal schnell mit der Hand drauf. Und schauen wir, ob da noch was nachkommt. Hier hinten tut nichts weh, oder? Nee. Okay, da ist bloß runtergelaufen. Freitag, Samstagabend, München im Sommer. Der Platz war im Hinterkopf gehabt. Ja, die Kopfhaut ist relativ gut durchblutet. Deswegen blutet es relativ stark, hört aber auch relativ schnell wieder auf. So, jetzt pass auf. Also eigentlich gehört es angeschaut. Mhm. Weil das ist schon nicht ganz ohne. Also müsst es kleben oder mit 1-2 Stichen nähen. Mhm. Bist du aber in die Klinik gefahren. So, dann schauen wir uns jetzt mal den jungen Mann an hier. Also du musst ins Krankenhaus, gell? So. Nochmal ein Verband drauf schnell. Ja, deswegen habe ich es jetzt. Magst du es mal anschauen, oder? Nimmst du irgendwelche Medikamente, Blutverdünner, irgendwas? Gerade eigentlich nichts. Und sonst? Schon länger nichts. Jetzt nichts aktuell. Nee. Also ich habe so Lutsch-Kaubombs. Das darfst du haben. Kriegen meinen Husten, aber sonst nichts. Bist du Corona geimpft? Ja. Hast du Corona gehabt? Nein. Tut dir sonst noch irgendwas weh? Nein. Nur da oben der Kopf, oder? Also das ist, was ich bisher merke. Also genau. Dann schnallst du dich mal bitte an hier. Soll ich meinen Käppi noch mitnehmen? Wenn du willst. Du kannst alles mitnehmen, was du willst, außer deine Freunde. Die Freunde dürfen aufgrund der aktuellen Covid-19-Bestimmungen nicht mit in die Klinik. Mit Blaulicht bringen Klaus Hippe und Moritz Ecker den Mann ins Krankenhaus. Vorsicht beim Aussteigen. Kollege packt so nah wieder dran, dann gehen wir schnell hinter in die Klinik. Also ich glaube, hier kann man ausschließen, dass es ein Schädelhirntraumaart ist, weil er war nicht bewusstlos, das haben wir natürlich abgefragt. Und er war eigentlich normal, da wird nicht viel gemacht, wer nimmt keine Medikamente, sodass kein Blutverdünner da ist. Es wird eine ganz einfache Naht dann sein und dann wird er nach Hause gehen dürfen. Im Gegensatz zu Klaus Hippe und Moritz Ecker, die beiden sind bereits auf dem Weg zu ihrem nächsten Patienten.